Hallo Leute und herzlich willkommen wieder zurück zu meinem Let's Play von Dark Shadow Pokémon. Dark Shadow, ich meine natürlich Dark Red Shadow, ganz klar. So. Natürlich haben wir hier unseren Rivale auch noch nicht besiegt. Mal gucken, was er diesmal für Pokémon hat. Aha, das Tauboga ist ein Level schwächer. Abra besiegen wir mit Tackle. Radfratz, da müsste vielleicht sogar Drachenwut reichen, mal gucken. Ja. Und das Bisasam. Ach, ich hab keinen Feuersturm mehr. Na, mal gucken, ob Drachenwut reicht. Ich glaube es nicht. Naja, einmal Heuler. Einmal Heuler ist nicht schlimm. Ah, okay, Tackle daneben. Ist klar. So, sehr gut. Und schon wieder besiegt. Quatsch nicht so viel, ich möchte weiterspielen. So, wir trainieren unser Traumato, indem wir hier die Trainer der Nuggetbrücke machen. Und dann schauen wir mal, was wir hier auf den Routen haben. Und ich habe mir viel zu viele Gedanken gemacht, das ist alles doch eine totale Lüge. Wir kommen eigentlich trotzdem auch ohne Zerschneider fast überall noch hin, weil wir kommen zum Beispiel nach Fuxania City, wir kommen auf den Radweg, wir können uns die Pokeflöte holen und dann haben wir rechts von Fuxania City noch 4 Routen. Irgendwann bekommen wir Surfer und da können wir auch trotzdem... Oh, wisst ihr was, ihr geht mir auf den Sack. Triplette hat eigentlich eine Genauigkeit von 100, aber in der ersten Generation ist es so, dass es der nicht 100 hat. So, haben wir nicht Gegengifte mit. Ich habe jetzt keine Lust zum Pokémon Center zurückzurennen. Das ist mir jetzt echt zu blöd. Ja, da haben wir also rechts von Fuxania noch 4 Routen. Dann haben wir noch die Safari-Zone. Irgendwann haben wir dann auch Surfer. Und kommen dann zur Zinnoberinsel. Und von dort kommen wir auch nach Alabastia und Mondberg und die ganzen Orte. Wir kommen eigentlich überall hin. Nur mit Fliegen nicht, weil ich habe mir halt vorgenommen, in der Aufgabenliste ist es auch ersichtlich, dass der Major Bob der vorletzte Arenaleiter sein muss. Also wir müssen als 7. Major Bob besiegen. Das habe ich extra so gemacht, weil sonst könnte man sich die Farben Fliegen holen und da könnte man einfach schon überall hinfliegen, wo ich, als ich den Hack gemacht habe, vorher schon war in den Orten. Zum Beispiel war ich ja schon auf der Zinnoberinsel, um dieses Game-Over-Szenario da einzurichten. Und das wäre ja einfach beschiss, wenn man da überall hinfliegen könnte. Und aus diesem Grunde habe ich halt gesagt, so, Major Bob wird als vorletztes erst besiegt. So, sehr gut. Ein Trainer haben wir noch. Der hat einen Mengi Level 18. Eine letzte Psychokinese. Und dann hat sich das. Sehr gut. So, jetzt schauen wir mal auf diese Route hier. Was? Da ist gar niemand. Hä? Lol. Lol, da ist gar niemand. Und trotzdem wäre ich angegriffen. Das ist aber jetzt komisch. Lol. So. Jetzt gucken wir mal, was wir hier von Pokémon finden. Ach siehste, da hat sich das ja auch gleich erledigt. Gleich ein Myrapla. Da brauche ich mir jetzt überhaupt keine Gedanken mehr zu machen. Ich darf es bloß nicht besiegen. Und das ist gerade schwierig. Deswegen werde ich einfach einschläfern. Und ich wiederhole, ich werde es einfach nur einschläfern. Natürlich wacht es genau einen Zug später auf, das ist klar. Und jetzt müssten wir eigentlich einen Superball werfen können. 9 Stück haben wir.
So, und jetzt haben wir ja hier unser Myra-Blatt, das kann definitiv zerschneider. Moment mal, ich schaue lieber nochmal nach. Ich habe nämlich offscreen mal hier mein Handy daneben mir hingelegt und da gucke ich nochmal, welche Pokémon. Ja, also Myra-Blatt kann es auf alle Fälle erlernen durch VM1 in Rot und in Gelb. Ich bin aber eigentlich ganz froh, dass das mit dem Dick da nicht geklappt hat. Wie ich gerade sehe, kann Dick da nämlich nur unter gelben Zerschneider lernen. In der roten und blauen nicht. Das ist erstaunlich. Da gibt's noch so ein Pokémon, Kabutops. Kann auch bloß in der gelben Zerschneider. Alle anderen Pokémon sind identisch. Ey, das ist wirklich merkwürdig. So. Und da Myrabla jetzt unsere Rettung ist, ich könnte das jetzt auch Dicta-Ersatz nennen, aber alles, was wir bisher gemacht haben, war richtig. Also alles läuft perfekt. Ich werde das Myrabla aber definitiv nicht trainieren. Das ist mir zu blöd. Deswegen nenne ich das jetzt VM-Sklave. Das wird lediglich Zerschneider lernen und vielleicht irgendwann mal Blitz. So. Jo, damit hat sich das eigentlich auch schon wieder erledigt. Der Part ist bloß jetzt noch ein bisschen kurz. Ich weiß gar nicht, was wir da jetzt machen. Was machen wir jetzt? Machen wir jetzt in der Spielhalle weiter? Das lohnt sich eigentlich nicht. Das ist ein übelster Fußweg jetzt bis dahin. Ich will euch das jetzt auch nicht antun, dass wir jetzt hier einen Haufen unnötige Fußwege haben. Wir könnten... Donnerwelle brauchen wir nicht. Wir könnten eigentlich Misty besiegen, aber die ist ja schon besiegt. Das war auch nötig, weil man muss Zerschneider einsetzen können. Ich musste also das so einrichten, dass man den Quellorten schon hat. Weil sonst kann man das Spiel nicht abschließen. Ist das wahr? Braucht man den Zerschneider überhaupt? Ich weiß es gleich gar nicht. Ist es nötig? Ne, es ist nicht nötig, aber nur mit Zerschneider kriegt man Fliegen, da bin ich mir sicher. Und das wäre sonst blöd geworden. Nö, ich würde sagen, es gibt nichts weiter zu tun. Ich mache die Nugget, ich gehe hier nicht rechts weiter jetzt. Ich würde sagen, da wird der Part halt mal ein bisschen kürzer. Und wir sehen uns dann, ich werde jetzt offscreen zur Spielhalle laufen. Entweder. Aber vielleicht entscheide ich mich auch durch die Tiktas Höhle in Richtung Alabastia zu gehen, Vertania City. Und dass wir mal dort noch ein bisschen rumgucken, uns den Pokédex holen und solche Scherze. Können wir auch gleich mal Rocco besiegen. Und uns das Fossil holen am Mondberg. Mal gucken, wie ich mich entscheide, Leute. Ich weiß es noch nicht. Ihr dürft gespannt sein, wie es weitergeht. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal. Ciao.